Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Saskias Beauty Vlog. Ich muss an dieser Stelle sagen, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich probiere, dieses Video zu filmen, weil ich die ganze Zeit mit meinem neuen Objektiv noch nicht so klarkomme und ich unscharf war. Und das Problem ist einfach, ich bin blind wie ein Fisch und selbst wenn ich meine Brille anziehe, sehe ich nicht in meinem kleinen Bildschirm, ob ich scharf bin oder nicht. Das heißt, ich muss jetzt meinen Mann rufen und sagen, hier, also ein viertes Mal drehe ich es jetzt nicht. Ich komme mir schon langsam blöd vor. Ich glaube, hier alles das Gleiche. Und das mache ich eigentlich nie. Also, wenn ich ein Video filme, ich laber es dann runter und ich bereite da auch nichts vor oder so. Also, ich bin da immer sehr spontan mit euch. Und, keine Ahnung, ich schreibe mir da ja kein Skript zurecht oder irgendwie sowas. Sondern ich möchte ganz natürlich mit euch reden. Wisst ihr, was ich meine? Nicht so aufgesetzt. Und jetzt komme ich mir schon total bescheuert vor, dass ich irgendwie das vierte Mal dasselbe laber. Übrigens ist mittlerweile auch schon 12 Uhr nachts und mir fallen langsam die Augen zu und ich komme mir, wie gesagt, bescheuert vor. Ich hoffe, ich es eigentlich noch sagen. Und sorry für meine männliche Stimme, aber ich bin schon wieder erkältet. Total schlimm. Dieses Video soll auch irgendwie gar kein typisches Video von mir werden, sondern mehr so eine Laberrunde mit euch. Einfach um euch mal so ein bisschen Update zu geben, was im Moment in meinem Leben so abgeht und warum ich vielleicht auch leider im Moment weniger Zeit habe für YouTube-Videos. Das hat einfach den Grund, dass mein Mann und ich uns jetzt ein Häuschen gekauft haben und wir umziehen. Und ich freue mich so, so sehr. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Jeden Sommer meckere ich rum, dass ich keinen Garten oder Balkon habe und jetzt kann ich endlich schön im Garten liegen, mich sonnen und grillen und keine Ahnung. Also da freue ich mich am allermeisten drauf. Nur leider ist jetzt im Moment halt sehr viel noch zu tun, sprich renovieren und in Möbelhäuser fahren und ja, ihr wisst, was es bedeutet, umzuziehen. Und deshalb habe ich jetzt leider nicht so viel Zeit für YouTube. Ich war auch heute wieder den ganzen Tag unterwegs und es geht schon seit Wochen so. Und das wollte ich euch einfach jetzt mal mitteilen. Vielleicht wundert sich ja der ein oder andere, warum nicht so regelmäßig mehr ein Video kommt. Vielleicht ist es euch aber auch nicht aufgefallen. Das wäre sehr traurig, aber ja, das wollte ich euch auf jeden Fall auf diesem Wege einfach mal sagen. Und Beweis sind eindeutig meine Haare, denn ihr wisst, dass ich meine Naturlocken wirklich sehr, sehr selten trage. Außer unter der Woche, aber niemals zum Videofilmen. Und ja, heute ist es dann soweit. Ihr seht, ich bin im Zeitdruck. Ich habe solche Augenränder, weil ich einfach ja, übermüdet bin und keine Zeit habe. Deswegen sorry, dass ich jetzt so aussehe, aber es ging jetzt leider nicht anders. Und ja, ich möchte euch auf jeden Fall aber auch mal Danke sagen für die lieben Glückwünsche zum Geburtstag. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut, sei es auf Twitter, Instagram oder Facebook. Ich lese das ja schon immer alles schön durch und versuche auch dem einen oder anderen immer zu antworten. Und ja, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und vielen Dank dafür. Ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nichts Neues zu erzählen. Ich hoffe, dass ihr mir trotzdem weiterhin treu bleibt, auch wenn jetzt vielleicht nicht ganz so viele Videos wie sonst auf meinem Kanal kommen. Und ja, ich werde euch trotzdem auf jeden Fall anhand von Bildern immer so ein bisschen über meinen momentanen Zustand berichten. Und ja, vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm, wie ich denke. Und ich kann trotzdem weiterhin viele Videos drehen, weil jede freie Minute versuche ich natürlich dann irgendwie dafür auch zu nutzen, weil ich das einfach super gerne mache. Aber wie ihr wisst, habe ich natürlich auch noch einen ganz normalen Fulltime-Job zu erledigen. Und da ist es ja generell schon immer ein bisschen schwierig für mich, immer so viele Videos zu drehen. Und ich bin generell jemand, der jetzt keine Stimme mehr hat. Und ich bin generell jemand, der wirklich auch nur dreht, wenn er auch Lust dazu hat. Jetzt im Moment, okay, heute muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich wirklich sehr, sehr müde. Aber ich habe extra schon alles aufgebaut und wollte das einfach euch mal erzählen, ja, warum so wenige Videos kommen, bevor ich da irgendwie jedem einzeln anfange zu antworten oder zu schreiben. Habe ich gedacht, das macht definitiv mehr Sinn. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, das war es dann mit dem Video heute, auch wenn das jetzt das vierte Mal ist, dass ich das sage. Aber ja, ich hoffe, dass dieses Mal ist es wirklich scharf von der Aufnahme. Obwohl das vielleicht in diesem momentanen Zustand gar nicht so gut ist, wenn es scharf ist. Dankeschön trotzdem fürs Zusehen und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Und ja, danke für eure Treue und Unterstützung. Macht's schön gut. Tschüss! Ja, jetzt? Ja, der Knopf ist an. Stimmt. Ja. Ich bin krank. Habe ich gedacht, das macht definitiv mehr Sinn. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Hä? Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? Wie
Mir fällt es nicht mehr ein, ich glaube, ich wollte gar nichts mehr sagen. Ich wollte ins Bett gehen. Schlafen. Mich abschminken. Ja. Stelle ciao. Danke mal. Was? Was rede ich denn? Oh mein Gott.